Freudentaumel im Haifischbecken. Durch den 10:5 Heimsieg in der ebenso packenden wie turbulenten Partie gegen den Nordhorn-Rivalen EC Nordhorn haben die Eishockeyspieler des EC Visande am Samstagabend das Tor zum angepeilten Einzug ins Playoff-Finale ganz weit aufgestoßen. Weil zuvor Fass Berlin im Ostduell bei Tornado Niski erst nach Verlängerung mit 4:3 die Oberhand behalten hatte, sind die Jadehaie vor den letzten Gruppenspielen der Verzahnungsrunde der Regionalliga Nord und Ost rechnerisch nur noch vor Nordhorn von der Tabellenspitze von Gruppe A zu verdrängen. Die beiden Gruppensieger der Verzahnungsrunde der Regionalliga Nord und Ost spielen ein Playoff-Finale im Modus Best of Three um die Nord-Ost-Meisterschaft aus. Welche Mannschaft zuerst Heimrecht genießt, wird per Los entschieden. Das Playoff-Finale wird an zwei Wochenenden, einmal am 23. und 24. März sowie vom 29. bis zum 31. März ausgetragen. Das Team, das im Finale zuerst zwei Spiele gewinnt, ist Nordostmeister. Ein Aufsteiger in die Oberliga wird es nicht geben. Während den Sandern im Auswärtsspiel bei Fass Berlin am kommenden Samstag schon ein Punkt zum Einzug ins Finale reicht, müssen die Nordhorner auf einen Ausrutscher der Friesen in der Bundeshauptstadt hoffen und zugleich ihre beiden Auswärtsspiele Niski und Berlin hoch gewinnen. Denn in Sachen Tordifferenz ist das ECW-Team klar besser. Ich denke, es ist wieder ein ganz neues Spiel in Berlin. Mal gucken. Ich weiß es nicht. Wir haben eine lange Fahrt vor uns, aber Berlin sollte immer zu schlagen sein, nachdem wir sie auch hier hochgeschlagen haben. Ne? Somit spricht fast alles dafür, dass es zum Traumfinale zwischen dem Nordmeister EC Visande und dem Ostmeister Schönheider Wölfe kommt. Die Erzgebirger haben am Samstag die stark einsatzgeschwächten Salzgitter Eisfighters mit 7:0 bezwungen und den Sieg in den Endrunden Gruppe B bereits absolut sicher. Für das Team von ECW-Coach Sergei Yashin war die Ausgangslage vor dem Duell mit Nordhorn klar. Nur mit einem Heimsieg würde man die Chance auf das Einzug ins Playoff-Finale weiter in eigenen Händen halten. Auch für die Gäste war das Wiedersehen mit den Sandern eine Partie mit Endspielcharakter. Ja, war ein hartes Spiel, aber wie erwartet. Und ich denke, wir haben es bis auf ein paar Unkonzentriertheiten ganz gut gemacht. Das Spiel dann irgendwo rübergebracht, nachdem wir hochgeführt haben, haben wir uns selber eigentlich ein bisschen geschlagen. Und viele Strafzeiten zerfahren gewesen, aber am Ende hinten hinaus dann doch souverän gemacht. Dementsprechend bissig gingen beide Teams zu Werke und boten den 992 Zuschauern eine bis zur Mitte des Schlussdrittels nicht nur torreiche, sondern auch extrem spannende Partie. Dabei kam es auf beiden Seiten immer wieder zu Über- und Unterzahlsituationen. Auch weil das Spiel interessanterweise, wie in der DEL üblich, von zwei Hauptschiedsrichtern geleitet wurde. Und diese griffen in Sande insbesondere bei Stockvergehen konsequent durch und verteilten viele Strafen auf beiden Seiten. Wegen eines Stockstiches gegen Jan Holiger bekam Nordhorns Danielus Novamas sogar eine Spieldauerstrafe und durfte somit schon im zweiten Drittel duschen gehen. Die ersten Treffer des Abends erzielte Nordhorn in der vierten Spielminute. Yashin reagierte sofort und stellte fortan von 3 auf 2 routinierte Verteidigerpärchen um. Daher mussten fortan auch die alten Haudegen Vitali Janke und Hurbanek, die zusammen 38 Jahre aufs Eis bringen, gegen die technisch beschlagenen und gut unter Druck ausübenden Nordhorner Angreifer im Dauerstress Schwerstarbeit verrichten. Gegen Ende des ersten Durchgangs gelang es Vatislav Balakun der Ausgleich. Doch im Mitteldrittel gingen die Gäste durch ihren Captain erneut in Front. Dann sorgte Sandes Ivan Roak per Doppelschlag in der 24. und 28. Minute für die Wende und brachte die Hausherrin mit 3:2 in Führung. Dominik Sobczak und Sergej Piskunov schraubten den Spielstand sogar auf 5:2. Im Schlussdrittel zeigten die Sander noch einmal alles, was sie konnten. Die Nordhorner konnten zwar noch zwei Treffer erzielen, doch sorgte Sanders Vitali Vorostini sofort für das 6:4. Erst als Slava Kubenski das 7:5 folgen ließ und Roak mit seiner kämpferischen Manier in der 54. Minute auf 8:5 stellte, war der Widerstand gebrochen. Endgültig den Deckel drauf machten Tim Meyer und Balakun in den letzten beiden Spielminuten und brachten die Haie-Fans endgültig aus dem Häuschen.